Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute gibt es nach etwas längerer Zeit wieder ein Get Fit With Me oder ein Fitness-Update. Das letzte Video zu diesem Thema ist jetzt schon ziemlich lange her. Ich habe es mir gerade eben nochmal angeguckt. Das war November 2021, also jetzt 2,5 Jahre. In der Zeit hat sich einiges getan, deswegen gibt es heute auf jeden Fall ein Update. Falls ihr das letzte Video dazu nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das nochmal unten in der Infobox. Ihr könnt euch das gerne nochmal angucken. Ich werde jetzt aber auch kurz nochmal auf das eingehen, was ich in dem Video gesagt habe und was ich mir so vorgenommen hatte und was sich in den letzten 2,5 Jahren dazu getan hat. Also erstmal war ich damals ja an einem Punkt, an dem ich über 2 Jahre lang eigentlich überhaupt keinen Sport mehr gemacht hatte, also wirklich nur noch sehr, sehr sporadisch, dass ich ab und zu mal ein Homeworkout gemacht habe oder manchmal im Fitnessstudio war. Vor allem hatte das mit dem Tod von meinem Freund zu tun, weil ich seitdem halt so eine Herzangst entwickelt habe. Das hatte ich in dem Video auch so kurz angerissen. Es war seitdem halt so, dass immer, wenn mein Puls irgendwie in die Höhe gegangen ist, dass ich dann oft Panik bekommen habe. Also manchmal habe ich auch wirklich richtige Panikattacken bekommen. Manchmal habe ich einfach nur so ein bisschen Angst bekommen. Also wenn ich zum Beispiel auf dem Laufband gelaufen bin und mein Puls ist natürlich in die Höhe gegangen, dann habe ich mich sehr darauf konzentriert und habe mich dann gefragt, ist das in Ordnung? Passiert jetzt irgendwas Schlimmes? Und dann habe ich halt wirklich das Gefühl gehabt, dass ich sterbe. Manchmal ist mir schwarz vor Augen geworden und ich musste mich hinsetzen. Ich bin so oft in die Umkleide gegangen und habe versucht, mich irgendwie zu beruhigen und zu gucken, ist jetzt alles okay? Muss ich einen Krankenwagen rufen? Noch dazu hatte ich auch, seit mein Freund gestorben ist, immer so Herzstechen, was ich auch bis heute immer noch habe, wenn ich sehr gestresst bin. Und wenn das dann in Situationen aufgetreten ist, wo ich Sport gemacht habe, dann hat das die Panik natürlich noch mehr verstärkt, weil es einfach noch ein zusätzliches Symptom irgendwie war. Und das Ganze hat mich davon abgehalten, eine lange Zeit überhaupt Sport zu machen. Also ich habe es mehr und mehr vermieden, weil ich einfach nicht mehr in diese Situation kommen wollte. Was ich leider auch nicht mehr gemacht habe, ist Yoga, was für mich jetzt nicht so schweißtreibend ist. Also ich mache eigentlich immer eher so ruhigere, meditative Yoga-Stile. Und ich weiß gar nicht mehr, wieso ich das in den letzten Jahren so wenig gemacht habe, aber irgendwie ist es aus meinem Alltag so ein bisschen verschwunden oder zumindest ein sehr kleiner Teil geworden und dadurch ist halt meine Beweglichkeit einfach total verloren gegangen. Und im letzten Video hatte ich dann zum Beispiel auch von körperlichen Problemen erzählt, wie dass meine Schultern sich in den letzten Jahren immer wieder entzündet haben durch meine schlechte Körperhaltung. Ja, und insgesamt hatte ich in den letzten Jahren einfach sehr viele körperliche Probleme, die mich teilweise vom Sport abgehalten haben, die teilweise aber auch durch zu wenig Bewegung verursacht wurden. Und so hat sich das irgendwie immer weiter gegenseitig verstärkt. Aber, springen wir mal ein bisschen nach vorne, dann habe ich dieses Video gemacht, habe mir Sportziele gesetzt und habe mich dann auch recht gut dran gehalten und habe über die, ich sag mal, nächsten 2 Jahre versucht, immer mehr Bewegung in meinen Alltag zu integrieren. Das, was ich auf jeden Fall am meisten gemacht habe, ist spazieren gehen, aber auch das Laufen habe ich nicht aus den Augen verloren. Ich bin nicht jede Woche 3-mal die Woche laufen gegangen. Deswegen waren meine Fortschritte auch recht langsam. Ich hatte mir ja damals als Ziel gesetzt, dass ich 30 Minuten lang laufen möchte, egal in welcher Geschwindigkeit und auch egal, ob ich jogge oder ob ich spaziere, einfach 30 Minuten am Stück laufen. Und irgendwann, ich glaube nach einem Jahr oder so, habe ich dieses Ziel hochgesetzt, dass ich 30 Minuten am Stück durchjoggen möchte. Das war für mich vorher absolut nicht möglich. Also ich hätte es vielleicht machen können, aber mein Puls ist dann halt einfach extrem hochgegangen. Ich trage ja jetzt schon seit einigen Jahren so Fitnessuhren. Jetzt, ich werde übrigens auch immer wieder nach dieser Uhr gefragt. Das hier ist eine Fitbit. Vorher hatte ich eine von Huawei, mit der ich auch sehr zufrieden war. Das war das Band 4. Kann ich euch aber auch beides nochmal unten in die Infobox schreiben. Finde ich beide sehr gut. Die hier finde ich noch ein bisschen besser. Aber die von Huawei ist auch ein bisschen günstiger. Auf jeden Fall gibt es ja verschiedene Herzfrequenzbereiche. Dazu will ich jetzt nicht mega viel erzählen. Ich kann euch mal irgendeinen Artikel oder so verlinken, falls ihr euch damit nicht auskennt. Und ich wollte auf jeden Fall im aeroben Bereich trainieren. Und wenn ich laufen gegangen bin, dann ist mein Puls halt sehr, sehr schnell darüber hinausgegangen. Bei meiner jetzigen Uhr heißen die Zonen ein bisschen anders. Also das ist die Cardio-Zone, in der ich jetzt meistens trainiere. Fettverbrennung oder Cardio. Und das darüber ist halt die Höchstleistungszone oder so. Und deswegen, wenn ich draußen im Park oder auf einem Sportplatz laufen gegangen bin, konnte ich immer nur so vielleicht eine Viertelrunde laufen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang so eine Runde auf dem Sportplatz ist. 800 Meter? 700? 1000? Naja, auf jeden Fall konnte ich nur so vielleicht 30 Sekunden, 40 Sekunden lang laufen, bevor mein Puls einfach schon mega hoch war. Deswegen sah Laufen gehen für mich eine sehr, sehr lange Zeit so aus,
Laufen, spazieren, laufen, spazieren, laufen, spazieren. Das war teilweise sehr, sehr frustrierend. Vor allem habe ich mich dann auch sehr viel mit anderen verglichen, weil hier sind natürlich auch immer, egal wo man hingeht, auch andere Leute am Sport machen. Ja, und gerade so auf dem Sportplatz sind auch Leute, die halt sehr fit sind und die dann so richtig an einem vorbeiziehen. Und ja, ich habe mir da sehr, sehr viel Druck gemacht und habe mich mit anderen verglichen, obwohl ich das nicht wollte. Und auch wenn ich im Fitnessstudio auf dem Laufband laufen gegangen bin, dann hatte ich auch immer das Problem, dass ich so ein bisschen bei den anderen geguckt habe, auf wie viel haben die das Laufband gestellt und so, und mich einfach ja sehr verglichen habe und gemerkt habe, oh, keiner läuft so langsam wie ich. Okay, ich bin echt sehr, sehr unsportlich. Irgendwann hat sich das Ganze dann gelegt, es hat aber echt eine ganze Weile gedauert. Also ich musste mir wirklich jedes Mal sagen, guck nicht, was die anderen machen. Du hast sehr lange keinen Sport gemacht, das ist okay, das braucht Zeit. Das war so die Geschichte zum Laufen. Was ich außerdem in den letzten 2,5 Jahren noch immer wieder gemacht habe, ist Krafttraining. Das war auch so ein On-Off-Ding. Ich bin manchmal mehrere Wochen hintereinander, mehrmals die Woche hingegangen, dann bin ich wieder ein paar Wochen nicht hingegangen. Vor allem im ersten Jahr von diesen 2,5 Jahren war es so, dass ich halt auch oft erkältet war und dann musste ich halt immer mehrere Wochen Pause machen und die Erkältungen haben sich immer so super lange hingezogen. Ja, so dass ich einfach nicht so richtig in eine Routine reinkam. Und jetzt im letzten Jahr, 2023, ja, da hat es sich so ein bisschen geändert. Ich bin jetzt letztes und dieses Jahr, Moment, Holz, nicht mehr so oft krank geworden. Und dadurch konnte ich halt auch einfach viel regelmäßiger zum Sport gehen. Und ich hatte über das ganze letzte Jahr dieses Ziel, dass ich 30 Minuten am Stück laufen möchte. Und das habe ich jetzt tatsächlich erreicht. Ich glaube, das war jetzt im Januar oder Februar in etwa, dass ich es geschafft habe, auf dem Laufband 30 Minuten durchzujoggen. Also ohne zwischendurch zu spazieren. Und das war für mich so, so krass. Ich habe so lange darauf hingearbeitet und ich war einfach so heftig stolz auf mich, obwohl ich trotzdem in einer sehr langsamen Geschwindigkeit laufe, aber trotzdem ist es für mich einfach so krass gewesen, dass ich das überhaupt erreicht habe, weil vorher sah es halt ganz, ganz anders aus. Auch was meine Kraft angeht, bin ich auf jeden Fall stärker geworden. Also das kann ich auf meinem Handy ganz gut tracken, weil ich immer die Gewichte aufschreibe und ich habe halt am Anfang einen Screenshot gemacht und ich gucke eigentlich gar nicht so genau danach, womit ich angefangen habe, aber ich merke halt, dass ich immer mehr Gewichte nehmen kann. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich den Oberkörper, um ehrlich zu sein, ein bisschen vernachlässige. Also sagen wir, ich schaffe es in einer Woche nur einmal zum Krafttraining, dann mache ich eher Unterkörper als Oberkörper. Und deswegen sind meine Arme auf jeden Fall in den letzten Monaten wieder ein bisschen schwächer geworden. Und da möchte ich jetzt wieder ein bisschen mehr den Fokus drauf legen. Aber zu meinem aktuellen Plan und was ich so vorhabe, kommen wir gleich noch. Und der letzte Punkt ist noch Beweglichkeit, was sich in den letzten Jahren getan hat. Da habe ich das Gefühl, hat sich eigentlich nicht super viel verändert. Ein kleines bisschen schon. Also ich bin auf jeden Fall wieder ein bisschen beweglicher und dehnbarer geworden, da ich halt einfach auch öfters Dehnübungen mache. Und jetzt zum Beispiel seit ein paar Wochen mache ich ja auch so Tanzworkouts, wodurch der Körper auch einfach viel mehr und anders noch irgendwie bewegt wird. Aber insgesamt ist das auch noch ein Bereich, wo ich mich auf jeden Fall auch noch um einiges wieder verbessern möchte. Eine letzte Sache noch so ein bisschen zum Thema Beweglichkeit und auch Kraft ist meine Körperhaltung. Das ist ja etwas, was bei mir zum Beispiel auch diese Schulterentzündung verursacht hat. Und da habe ich auch ein bisschen was verändert, aber in letzter Zeit bin ich da auch wieder ein bisschen faul geworden. Und zwar habe ich mir eine Bluetooth-Maus und eine Bluetooth-Tastatur gekauft und das hat wirklich alles verändert. Das ist ein richtiger Game-Changer. Wenn ich nicht faul bin und alles richtig mache, dann mache ich das jetzt so, dass ich meinen Laptop erhöht hinstelle, sodass ich halt mit dem Kopf nicht mehr runter gucke, sondern wirklich gerade. Und die Tastatur und die Maus liegen auf einer Höhe, so dass ich die Schultern nicht so hochziehe, sondern dass alles einfach entspannt ist. Und wenn ich das mache, dann merke ich, dass ich auf jeden Fall viel weniger Nackenschmerzen habe. Dem Rücken tut's auch gut. Wenn ich insgesamt nicht so verspannt bin, bekomme ich auch weniger Kopfschmerzen. Deswegen, falls ihr auch viel am Laptop seid, am Laptop arbeitet, dann kann ich euch das auch auf jeden Fall nur empfehlen. Holt euch so eine kabellose Tastatur und Maus und stellt den Laptop irgendwie höher hin. Das hilft wirklich extrem. Man braucht dafür jetzt auch nicht irgendein teures Equipment, also diese Maus und die Tastatur haben, glaube ich, 20 Euro gekostet und ich hatte ja sehr lange überlegt, mir so einen Stehschreibtisch zu kaufen. Von dem Gedanken habe ich mich inzwischen aber verabschiedet und zwar mache ich das jetzt einfach so, dass ich mir meine 2 Yoga-Blöcke nehme und da stelle ich den Laptop oben drauf und es hat dann die optimale Höhe. Ich denke, das war dann alles zum Update über die letzten 2,5 Jahre, was sich so getan hat.
Jetzt kommen wir zu meinen aktuellen Zielen, wie es jetzt in nächster Zeit weitergehen soll. Ich habe es ja schon so ein bisschen erwähnt, was die Kraft angeht und auch Dehnbarkeit möchte ich mich auf jeden Fall noch verbessern. Bei Beweglichkeit und Dehnbarkeit finde ich es jetzt sehr schwierig, mir da irgendwie ein konkretes Ziel zu setzen, weil irgendwie ist das etwas, was man nicht so gut messen kann. Ja, deswegen, falls ihr da irgendeine Idee habt, könnt ihr mir das gerne schreiben, was man sich da als Ziel setzen kann. Ich versuche es einfach jetzt nur in meinen Alltag zu integrieren, dass ich mich halt regelmäßig dehne. Eigentlich ist das auch schon ein Ziel. Also in der Regel mache ich das jetzt so, dass nachdem ich ein Workout gemacht habe, egal was für eins, dann nehme ich mir danach ein paar Minuten Zeit, um mich zu dehnen. Manchmal habe ich keine Lust, dann sind es nur 5 Minuten, manchmal mache ich 10, manchmal mache ich auch 20 Minuten. Ja, aber einfach jedes Mal ein kleines bisschen. Dann habe ich mir in meinem Bullet Journal 3 Fitnessziele aufgeschrieben für die nächste Zeit. Ich habe mir jetzt noch keinen wirklichen Termin genannt, bis wann ich das erreichen möchte, und ich glaube, das werde ich auch nicht machen, sondern ich arbeite einfach immer weiter darauf hin. Im Bereich Laufen habe ich mir das Ziel gesetzt, dass ich wieder 30 Minuten durchlaufen möchte. Also erstmal, das ist auch noch nicht so wirklich gefestigt, also das schaffe ich auch immer noch nicht jedes Mal. Aber ich habe mir jetzt aufgeschrieben mit der 5er Geschwindigkeit auf dem Laufband. Ich habe jetzt gerade eben einfach mal 5 aufgeschrieben, ich bin mir aber aktuell nicht sicher. Also ich weiß, ich laufe meistens zwischen 4,5 und 5,5. Ich weiß jetzt aber gerade leider nicht mehr, mit welcher Geschwindigkeit ich gelaufen bin, als ich es halt einmal geschafft habe, diese 30 Minuten durchzulaufen. Also wahrscheinlich habe ich da auch so durchgeswitcht. Ja, aber das ist jetzt auf jeden Fall erstmal mein Ziel. Und wenn ich das erreiche, dann würde ich die Geschwindigkeit halt noch weiter hochsetzen. Und um das Ziel zu erreichen und auch die anderen Ziele, habe ich so einen Workout-Plan, wo feststeht, was ich jeden Tag mache. Und dann kommen wir aber noch zu den anderen beiden Zielen. Einmal zum Thema Unterkörper und einmal Oberkörper. Und zwar habe ich mir gesagt, beim Unterkörper, bei den großen Beingeräten, ich wusste nicht, wie ich das beschreiben sollte. Es gibt Beingeräte, bei denen mache ich meistens so 40, 45 Kilo. Das sind so die Geräte für Oberschenkel und Po, also so für die großen Muskeln. Da ist mein Ziel jetzt, dass ich alle Geräte auf 50 Kilo schaffen möchte. Und für die kleinen Beingeräte, also so für die Waden zum Beispiel, möchte ich 30 Kilo schaffen. Und für den Oberkörper habe ich mir auch 30 Kilo als Ziel gesetzt. Bei manchen Geräten schaffe ich das schon. Ich glaube, bei manchen Beingeräten kann ich auch diese Woche schon auf 50 Kilo gehen. Aber auf jeden Fall noch nicht bei allen. Also ich merke natürlich, die Sachen, die ich am meisten trainiere, die sind auch am stärksten. Und die Geräte, vor denen ich mich eher so ein bisschen drücke, bei denen bin ich halt noch nicht so stark. Und ich will das auch einfach wieder so ein bisschen ausgleichen. Dann kommen wir zu meinem Sportplan. Ich habe hier generell so meinen Wochenplan und da ist auch Sport jeden Tag in irgendeiner Art und Weise eingeplant. Am Anfang, in dem letzten Video, war mein Ziel ja, 3-mal die Woche etwas zu machen und das fand ich für den Anfang auch echt optimal und ich glaube, mehr hätte ich auch nicht geschafft, aber inzwischen ist es so, dass ich mich eigentlich jeden Tag gerne bewege. Ich habe aber auch einen Tag in der Woche, wo ich Pause mache, also für den Tag habe ich nur Yoga eingeplant, einfach ein paar leichte Dehnübungen. Dann habe ich 3-mal die Woche Cardio, dabei bin ich geblieben. Allerdings habe ich das jetzt so ein bisschen aufgeteilt in Laufen und Tanzen. In den letzten Wochen bin ich fast gar nicht mehr laufen gegangen, also irgendwie haben mir Tanzworkouts jetzt in letzter Zeit einfach mehr Spaß gemacht. Und ja, ist halt auch einfach in den Alltag zu integrieren, weil ich das einfach zu Hause mache und fürs Laufen muss ich halt erstmal zum Fitnessstudio und es dauert halt alles einfach ein bisschen länger. Aber ich habe mir das eigentlich so aufgeschrieben, dass ich einmal die Woche Tanzen mache, einmal die Woche Laufen und dann einmal die Woche eins von beidem, je nachdem, nach was ich mich an dem Tag halt fühle. Und dann habe ich noch 3 Tage Krafttraining, 2 Tage davon im Fitnessstudio, einmal Unterkörper, einmal Oberkörper und einen Tag mache ich zu Hause Pilates, so hauptsächlich für den Bauch und Rücken, so halt das, was ich an den anderen Tagen noch nicht trainiert habe. Das ist mein Sportplan, den habe ich jetzt seit 3 Wochen, glaube ich. In der ersten Woche hat es noch nicht so gut geklappt, in der zweiten schon besser und in der dritten schon echt gut. Also letzte Woche habe ich das an 5 von 7 Tagen geschafft. Mal schauen, wie es diese Woche aussieht. Aktuell fühle ich mich auf jeden Fall richtig gut damit. Es macht mir Spaß und ich merke auch, dass ich sehr viel Energie habe und da auch die Energie gut rauslassen kann. Also ich habe jetzt auch gemerkt, dass an Tagen, wo ich keinen Sport gemacht habe oder wenn ich irgendwie 2 Tage hintereinander keinen Sport gemacht habe, dann habe ich schon das Bedürfnis, so das irgendwie rauszulassen. Und in den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass Sport für mich nicht mehr so eine lästige Aufgabe geworden ist, sondern wirklich so ein Ausgleich und dass ich an Tagen, wo ich mich nicht viel bewegt habe, merke, oh, mein Körper ist irgendwie so steif, ich möchte irgendwas machen, ich möchte laufen, mich bewegen. Und das finde ich sehr positiv und sehr schön und es freut mich sehr und ja, ich hoffe mal, dass es in nächster Zeit so weitergeht. Und dann habe ich auch noch ein letztes Ziel und zwar möchte ich tatsächlich ein bisschen abnehmen.
Vor allem ein bisschen Fett abnehmen und aber noch Muskeln aufbauen. Ich habe mir da tatsächlich ein Zielgewicht gesetzt. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas überhaupt mache. Und ich weiß auch nicht, ob ich dabei bleiben werde, weil ich, wie gesagt, halt noch Muskeln aufbauen möchte. Und Muskeln sind ja auch schwerer als Fett. Aber ich weiß, dass ich einfach ein bisschen Fett verlieren möchte und noch Muskeln aufbauen möchte. Ich habe einfach gemerkt, dass ich mich in letzter Zeit nicht mehr so wohl gefühlt habe. Über die letzten Jahre hat sich mein Gewicht ja sehr stark verändert. Ich denke, darüber werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein extra Video machen. Das hier ist, glaube ich, schon etwas länger geworden, weil ich jetzt schon so viel geredet habe. Ja, aber ich habe mir das jetzt einfach eine Weile angeguckt, wie mein Körper sich verändert hat, wie es sich anfühlt, wie ich damit klarkomme. Und in letzter Zeit ist es einfach so, dass ich mich halt nicht mehr so hundertprozentig wohlfühle. Und deswegen möchte ich ein kleines bisschen abnehmen. Nicht viel, aber ein bisschen. Das waren meine Ziele und mein Fitness-Update. Ich werde jetzt mein heutiges Workout machen. Heute steht eigentlich Laufen auf dem Plan, aber ich glaube, ich möchte lieber tanzen, deswegen mache ich ein Tanzworkout zu Hause. Vielleicht filme ich das mit, vielleicht aber auch nicht, weil das sieht immer ein bisschen lustig aus. Mal schauen. Ansonsten sehen wir uns danach wieder. Ich habe das meiste rausgeschnitten, weil ich habe einfach getanzt wie ein Sim. Und tut mir leid, das konnte ich nicht ins Internet stellen. Nach dem zweiten Video. Ich bin fertig und ich bin kaputt. Also ich fühle mich jetzt nicht so energielos, im Gegenteil, ich bin gerade voll hyped. Ich bin jetzt ein bisschen aufgedreht. Ich habe heute zum ersten Mal 3 Videos gemacht. Normalerweise mache ich nur 2. Also heute habe ich 45 statt 30 Minuten gemacht. Ich hatte irgendwie nach dem zweiten Video noch so Lust, noch ein weiteres zu machen. War auf jeden Fall ein gutes Workout, hat richtig gut getan. Jetzt freue ich mich aufs Mittagessen. Das ist jetzt mein Mittagessen und ich filme heute mehrere Videos parallel, deswegen werdet ihr das demnächst noch in einem anderen Video sehen. Und Spoiler-Alarm, in dem anderen Video geht es um proteinreiche vegane Ernährung. Also auch ganz passend zum heutigen Video. Ich habe das Video jetzt gerade fertig geschnitten und es ist schon sehr lang geworden, deswegen beende ich das jetzt an dieser Stelle. Eigentlich wollte ich das noch ein bisschen praktischer machen, also dass ich euch noch ein bisschen mehr im Alltag mitnehme beim Sport machen und so. Aber ich denke, das wird dann wohl für ein zweites Video übrig bleiben müssen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses Update gefallen hat. In den nächsten Tagen könnt ihr euch, wie gesagt, noch über das Video über proteinreiche vegane Rezepte freuen. Das wird so ein What I Eat in a Day mit ein paar Infos noch zu veganen Proteinen und so. Ja, und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!